Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei oder auf der Geigenberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ihr seht, wir sind gerade dabei, einmal auf dem Weg zum Händler, denn wir brauchen Gras. Wir brauchen den Grasballen für unsere Kälber, denn wenn wir da alles dann voll haben, ich glaube, dann sollte es auch passen, dass sie dann auch schneller wachsen und gedeihen, die lieben Kleinen. So. Das passt hier hinten. Na, und da fahren wir natürlich mit unserem schönen kleinen neuen Bulldog aus dem Hay and Forage Pack zum Händler. Ja, gibt es ja seit gestern für den LS, meine Lieben. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der ein oder andere sich das Hay and Forage Pack schon gegönnt hat. Na? Und wir so die ersten Meinungen dazu sind. Danke fürs Warten. So. Genau, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wir kümmern uns jetzt erstmal weiter um die Tiere. Das bedeutet, wir holen jetzt einen Grasballen. Der reicht. Ja, mehr brauchen wir da nicht. Und wenn wir das gemacht haben, dann bekommen unsere Kälber noch Stroh. Das sollte dann auch passen. Und dann sind sie wieder gut und bestens versorgt. Ne? Also da dürfte dann gar kein Problem mehr sein. Und dann werden wir natürlich sehen, dass wir hier mal ein bisschen gegen Unkraut spritzen. Muss ja auch mal gemacht werden. So. Hier beim Händler angelangt. Dann werden wir uns einmal... Das ist Heu. Das ist... Nehmen wir Rundballen oder nehmen wir Quaderballen? Wie viele Liter hat der? 3,5. Der, genau. Nehmen wir Gras. So, da brauchen wir einmal. Und weil wir gut gefrühstückt haben, werden wir das einmal so machen. Wie, dieser Ballen wird nicht unterstützt? Willst du mich gerade veralbern? Ach Mann, das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder. So, pass auf. Dann werden wir versuchen... Das ist schon wieder so eine typische Aktion, ne? Das, ja. Dann werden wir den Ballen versuchen, so ordentlich nach Hause zu bringen. Und dann sollte das passen, denke ich mal. Ja. Es sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus, ich weiß. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Dorfbewohner hier auf Geigenberg, die kennen mich mittlerweile, ja? Die wissen, dass ich auch mal Dinge probiere, die nicht jeder Landwirt machen würde, ja? Und die wissen aber auch, dass es funktioniert, ja? Also die sehen ja auch, dass es funktioniert, ne? Und von daher ist das gar nicht so wilde. Die schmunzeln bloß noch, ne? Die feixen so in sich rein, ne? Grinsen und denken sich, alles klar, Bauer Foli ist wieder auf Achse, ja, und dann lebt der Laden. So, hält ja ganz gut, Fahrtwind scheint er auch gut zu verkraften, ja. Passt, ist sogar Zeit für einen Schluck Kaffee. Ja. Jetzt habe ich fast gedacht, er fährt uns in die Karre. Ja, Kollege, sind gleich da, am Ort des Geschehens. Ah, das passt. Das passt auch.
Ist das Tier schon draußen rumgerannt? Was ist denn da los? So, warte mal, das müssen wir mal kurz abladen. So, dann brauche ich aber noch mal das gute Frühstück. So, zack. Und dann sollte das doch jetzt eigentlich... Sollte das doch jetzt eigentlich funktionieren, oder nicht? Ja klar, funktioniert. Ach, es ist voll. Ach, deswegen. Da passt mal Obacht. Dann werden wir den aber mal hier so hinstellen, hier so auf der Seite. So. Waffen wir wieder aus. So. Ja, dann haben sie. Da. Produktivität steigt. Okay, also da haben wir Mischration, da haben wir Heu, da haben wir Gras, da haben wir Silage. Das bedeutet, wir brauchen noch Stroh. Ich will aber auch gleich nochmal was anderes gucken, weil. Können ja uns hier vorne Kraftfutter holen. So. Oder ist nicht mehr drinne. Also Kraftfutter, Mineralfutter, ne? So weit los. Ach, jetzt dachte ich, ich kann dem Ganzen ein Schnäppchen schlagen. Na ja, gut, vielleicht doch nicht. Dann müssen wir es doch mit der Schippe machen. Aber das ist gar nicht so wilde. So. Ne, das passt nicht. Lass mal den Kollegen hier drin stehen. So. Und dann müssen wir das Ganze doch mit der Schippe machen. Ja gut. Was soll's. Dann machen wir das halt so. Ja, sollte man hier eigentlich, oh ja, gut vorbeikommen. So, dann machen wir jetzt nämlich erstmal das Kraftfutter voll, also das Mineralfutter. So. Hey, wir brauchen ja hinten in der Mischfutteranlage. Brauchen wir ja noch ein bisschen Kraftfutter. So. Das ist ja gar nicht gut. Was macht er denn? Sorry. War gerade so ein bisschen doof. So. Wie sieht's aus? Mineralfutter. Ja, gut. Das läuft, das läuft, das läuft. Aber wäre es nicht, warte mal, das wäre doch sinnvoller. Wir machen das anders mit dem Mineralfutter. Das machen wir anders. Genau, pass mal Obacht. Wir stellen den Kleinen. Der Kleine ist alles gut und schön, ne? Das passt, das läuft, es ist alles gut, aber das dauert ganz einfach zu lange. Jetzt sind wir nicht effektiv genug. So. So, warte, wir gehen mal hier bei dir, ne? So, hast du erstmal wieder Futter. Und zwar, ja genau, hier vorne ist er. Nehmen wir uns unseren Kollegen hier,
Und das macht mehr Sinn. Ach, wir haben ja noch Dünger drin. Oh, wir haben noch Dünger drin. Kann ich gehen? Kann ich den ins Silo kippen? Gucken, ob wir den ins Silo kippen können oder nicht. Schön wär's auf alle Fälle. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach doch. Oh, perfekt. Perfekt, wunderbar. Ich hatte es noch nicht angewählt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, dann können wir jetzt nämlich jetzt mal Stroh holen. So. Wir brauchen Stroh. Für die lieben Kleinen. So. Stehen bleiben. Mal erstmal aufmachen hier. So. Nämlich Stroh, meine Lieben. Na? Stroh gibt's jetzt. So. Das passt, das passt, das passt. Warte mal, wir müssen hier was gucken. Ja. Ich muss bloß noch mal kurz was an der Konsole gucken. So, Stroh. Komm, da können wir noch eben mal reinfahren. So. Dass die lieben Kleinen nämlich auch genug haben. Genauso machen wir das dann nämlich auch mit dem Mineralfutter. Da ist nämlich unsere Mischfutterproduktion immer recht gut gefüllt. Kommen wir auch gut voran. Ja. Ich denke mal. Könnte noch was rein. Könnte noch was rein. Komm, aller guten Dinge sind drei, oder? Was meint ihr? Aller guten Dinge sind drei. Läuft das? Was ist denn jetzt? Bleiben wir am Tor hängen oder was? Spiegel wieder, wa? Wahrscheinlich. Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Ah. Ja, dann haben wir das jetzt. So, Produktivität. Okay, also es muss immer alles gefüllt sein. Das macht Sinn. So. Haben wir noch ein Stückle? Komm. So, machen wir hier wieder zu, ja, dass die lieben Kleinen nicht stiften gehen können. Und dann holen wir jetzt erstmal Mineralfutter und füllen jetzt nach und nach die Futtermischanlage wieder. Muss ja auch mal sein. Sonst haben wir halt auch kein Mischfutter, ne? Stehen wir wieder da, wie Max in der Sonne und haben nichts. So. Einmal hier rein.
Wunderbar. So, aber meine lieben YouTuberinos, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich sehr gern das Däumchen da. Ich sag erstmal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.